Hallo liebe Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge Satisfactory. Ja, wir sind in Staffel 2 und zwar bei Folge 100 angekommen. 100 Folgen Staffel 2. Ja. Ja, und ich dachte mal, das ist erstmal so eine, in Anführungsstrichen, Jubiläumsfolge mal probieren werde. Und ich dachte mir, was machst du da eigentlich mal? Die ganze Zeit bist du immer nur am Bauen und am Erzählen, was du alles vorhast und dieses. Aber eigentlich würde ich doch ganz gerne auch mal eine Führung eigentlich durch meine Base machen für alle Leute, die das Ganze nicht so in den Livestreams verfolgt haben oder auf YouTube verfolgt haben. Und auch gerne mal so ein bisschen was erzählen, so über die Anfänge. Worauf muss man denn achten bei Satisfactory? Also für Leute, die jetzt das Spiel noch nicht kennen oder nicht großartig damit vertraut sind, was man so alles machen muss. Und ich dachte, ich mache das mal so ein bisschen chronologisch, wie ich das aufgebaut habe. Also so einigermaßen chronologisch, wenn ich, soweit ich mich dran erinnern kann. Das heißt, wir müssen erstmal hier runtergehen. Ich werde das alles laufen. Ich hoffe, ich kriege das hier in einer halben Stunde mal unter. Das ist so die geplante Länge der Folge. Ah, erstmal einen Schluck Kaffee, ne? So. Das nicht, natürlich nicht nur virtuell, sondern ne, zum 100. Auch mal im Real Life einen Schluck Kaffee. Genau. Ich gehe mal ganz kurz hier an dem Abgang vorbei. Können wir auch gleich schneller runtergehen. Gespawnt bin ich. Gespawnt bin ich. Da hinten irgendwo. Da, so wo das Förderband so lang geht. Genau. Wieso habe ich das? Achso, ja, ist klar. Also legen wir da so lila durch. Alles gut. So. Das heißt, dann habe ich mir hier diesen Platz ausgesucht. Da kann ich auch gerne mal erklären, warum. Ich laufe jetzt hier einfach so rum. Ich weiß nicht, ob hier irgendein Vieh gespawnt ist. Habe ich nie nachgeguckt. Ich war jetzt schon so lange nicht mehr unten gewesen. Aber ich habe mir hier diesen netten Platz ausgesucht. Weil es gibt hier Eisen. Das waren zwar, glaube ich, normale Vorkommen. Genau. Ich habe hier zwei normale Eisenvorkommen. Nee. War der hier, glaube ich, auch. Genau. Das waren die zwei normal. Ich habe da hinten noch ein Eisenvorkommen. Zur Not ist es unrein. Deswegen hätte ich das noch nicht angezapft. Ich habe hier Kupfer. Da gehen wir mal rüber. Das ist auch mal so die wichtigsten Ressourcen, wo ihr darauf achten solltet. Wenn ihr mal startet, dass ihr Eisen und Kupfer, also mindestens normale Qualität in eurer Nähe habt. Dann habe ich noch, uapala, so. Wer sich wundert, warum ich so gut springen kann. Ich habe einen Jetpack an. Also das richtet sich auch an die Leute, die es nicht kennen. So, mal gucken, irgendwo hatte ich hier, genau hier etwas zugebaut. Also hier das Kalkstein vorkommen, das war auch noch so ein Ding, warum ich hier, das ist unrein. Aber es war halt, ich brauchte Kalkstein, braucht man relativ früh zu Anfang. Ich habe da noch eine andere Quelle angezapft, da gehen wir auch gleich noch hin. Genau. Das wollte ich euch noch zeigen. War das da? Patsch. So. Genau. Und weil es hier natürlich durch das Wasser gibt, es hier Vegetation. So, da hinten seht ihr ein Wrack. Das habe ich stundenlang übersehen. Spielstundenlang übersehen. Ja. Genau, ich spoilere auch Wracks, also nur für die Leute, die sie vielleicht selber finden wollen sollten, das vielleicht nicht weiter gucken. Ein paar werde ich spoilern, nicht alle, weil ich auch selber noch nicht alle gefunden habe. So, dann gehen wir hier mal hoch. Genau, so, das war so der Startpunkt. Ich habe hier unten alles so quick and dirty aufgebaut, bis ich dann angefangen habe, mich hier hochzubauen. So. Die Dinge sind doch immer noch im Betrieb hier. Immer noch meine Hauptquellen, wo ich Eisen und Kupfer kriege. Genau, da hinten seht ihr, da habe ich meinen Kalksteinförderung hingebaut. So, dann geht das hier. Zack. Ich habe da hinten noch eine Kupferader angeschlossen, die kommt von hier. Genau, dann wird das hier nämlich alles. Das ist so eine, ja, eine Förderebene, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Hier wollte ich eigentlich ursprünglich, war geplant, hier alle Förderbänder drunter lang führen zu lassen, die für die Versorgung der ganzen Miner und für die Schmelzen von den Minern hier ankommen. So, genau, dann fing ich an. Wir vergehen erstmal zum Eisen rüber. Hier ein paar Schmelzen hinzubauen. Ja, auch für den Schmelzen habe ich hier noch eigentlich noch ein bisschen Platz. Ich habe das so aufgebaut. Hier liefern die beiden Miner an. So. Und das geht dann hier in die Schmelzen rein. Ja, die machen ganz gut. Genau, das habe ich hier rechts und links. Vorteil ist, also ich habe erstmal mit, ich glaube mit 4 angefangen. Vorteil ist natürlich, wenn ich das so aufbaue, ihr seht, ich habe hier noch Platz für 6 weitere Schmelzen. Die wollte ich einfach nur dazwischen tackern, anbinden und los geht's. Aber ihr seht, so viel schaffe ich gerade selber nicht weg. Das heißt, rein theoretisch könnte ich eigentlich noch da hinten irgendwo, weil ich habe ja noch den Platz. Würde ich mir überlegen, irgendwo eine Schraubenproduktion oder eine Eisenplattenproduktion, je nachdem was mir fehlt, noch anzubauen. Diese schrillen farblichen Kennzeichen, da komme ich auch gleich noch zu, warum das so ist. Das wird ja auch noch, sollte eigentlich nochmal alles eingebaut werden. Ja. Genau. Mit dem Kupfer haben wir hier das gleiche. Das geht dann alles eine Etage höher. So. Das Ganze haben wir hier natürlich auch noch mit Katerium. Hier werden die Kateriumbarren produziert. Also hier unten ist eigentlich so diese Schmelzebene. Wo die Erstverarbeitungsebene. Können wir hinten nochmal zu dem Kalkstein gehen. Denn diese Platten brauchen sehr viel Zement. Und das holen wir hier hoch. Hier hoch und lassen das hier auch genauso zu Zement verarbeiten. Auch ihr seht, es ist so meine typische Bauweise geworden. Alles so ein bisschen modular. Das heißt, dass ich einfach nur dazwischen bauen muss, dass alles vorbereitet ist. Ich baue dann nur einen Konstruktor zwischen und produziere sofort. Und dass ich nochmal wieder großartig neu verlegen muss. Den Platz muss man sich, also sollte man sich schon vorher einteilen. Und plant lieber größer als zu klein. In Spitzenzeiten reicht der Zement hier nämlich nicht aus. Es liegt aber daran, dass ich da hinten noch Stahlbeton produziere, was auch Zement ist. Ja, gehen wir einfach mal eine Ebene höher. Was haben wir hier unten? Ach genau, gehen wir mal schnell zum Stahlbeton hin. Der wird nämlich hier produziert. Oh. Hier kommen die Stahlträger und mit dem Zement zusammen werden hier Stahlbetonträger produziert. So. Genau. Dann gehen wir einfach mal weiter. Und hier habe ich alles, was mit Quarz zu tun hat, deswegen auch so dieses Lila, ne? Weil diese Quarzkristalle auch so lila sind. Deswegen doch die mal das mal lila, dann weiß ich, okay, hier werden Quarze produziert, also einmal hier die Kieselerde. Hier Kieselsäure, die Erde. Und auch mit Kieselsäure, genau. Und das waren ah ja, genau, Quarzkristalle. Man baut das hin, da hinten, da kommen wir später zu. Man baut das dann teilweise hin und dann, wie hieß das Ganze nochmal? Weil, ja, es ist manchmal so, dann hat man es hingebaut, man guckt es sich nie wieder an. Genau, damit das Ganze auch mit Strom versorgt wird, wenn wir schon mal hier unten sind. Habe ich hier meinen kleinen Kohlekraftwerke. Das können wir von oben auch nochmal angucken, das sieht etwas beeindruckender aus. Upala. So, geht da lang und geht da lang. Und wo ich die Kohle herfördere, da kommen wir auch noch hin. Weil die verbrauchen ordentlich Kohle und Wasser. Wasser habt ihr ja schon gesehen, da waren wir ja schon, da sind meine Pumpen. Da sind meine Pumpen und die fördern hier das Wasser her. Hier habe ich noch nicht ganz so drauf geachtet, dass das alles einheitlich aussieht. Da kommen wir später nochmal zu, wenn wir zu meinem für die Aluminiumverarbeitung die Wasserförderanlage, da sieht das etwas anders aus. Genau, hier haben wir hinten noch die Stahlbarrenproduktion. Die hat mich auch einiges an Nerven gekostet. Bis man da genug Ressourcen hatte. Und inzwischen komme ich aber ganz gut hier mit den Gießereien hin. Und ihr seht, wie weitläufig das Ganze hier nur ist. Ist sehr viel Platz immer dazwischen. So, dann können wir hier einfach mal ein wenig höher gehen. Genau, so hier oben werden dann aus den, ja, hier werden die Stahlträger draus gemacht und die Stahlrohre. Ja. Auch auf der anderen Seite, auch hier seht ihr wieder altbewährtes Spielchen. Es ist modular. Also hier braucht ihr einfach nur das Band wieder in der Mitte durchzuflanschen. Splitter rein, rechts, links Konstruktoren. So. Der Weltraumlift, der ist zum Erforschen da. Da habe ich jetzt bisher alles schon erledigt. Wir sind im Tier 7. Da gibt es gerade nichts. Aber das Update oder das große Patch 4 steht schon. Er steht schon bereit. Das soll Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres kommen. So. Dann gehen wir mal hoch. Von oben sehen wir das nächste ein bisschen besser. Dann gehen wir hier mal eine Kupferproduktion rein. Nee, das ist auch ein wenig weitläufiger. Auch alles wieder modulare Bauweise. Ich produziere hier die Kupferbleche. So. Und da wird auch ordentlich, ihr seht, da werden ordentlich Barren durchgejagt. So. Genau, hier wird der Draht produziert. Das würde ich mir teilweise etwas schneller wünschen. Da bin ich schon überlegen, und könnte man vielleicht übertakten. Das wäre tatsächlich so eine Strecke, die ich vielleicht übertakten könnte. Genau. Und aus dem... Gehen wir hier mal rüber. So. Hier machen wir natürlich die Kabel draus. So. Hier habe ich an den Enden habe ich dann immer mal Container stehen, falls ich mal irgendwas brauche. Gut, hier ist durchlaufender Posten. Nicht daran, weil ich die da hinten, also unten brauchte. Und da wusste ich jetzt nicht, ja, denn irgendwie, ne, da habe ich das einfach außenrum gelegt. Und da die Bleche ist auch durchlaufender Posten, aber es bleibt mir genug über, dass ich mir da mal was rausnehmen kann, wenn ich was zum Bauen brauche. So, jetzt gehen wir hier in die, also meine Eisenproduktion. Schrauben, Eisenstangen, Eisenplatten. Das sieht schon etwas weitläufiger aus. Schrauben kann man nie genug haben. Upsala. Ah, hier wird es nicht laufen. Deswegen hier die Eisenstangen. Genau, da produziere ich auch genug. Das ist also... Hier MK1 Förderbänder, oh Gott. Also die ersten Förderbandgeschwindigkeiten, die ihr bauen könnt. So, hier ist eine reine Schraubenhalle. Die müsste ich mir mal irgendwann bauen. Warum produzieren die nichts? Weil die keine Eisenstangen kriegen. Warum kriegen die keine Eisenstangen? Ich wundere mich, warum keine Schrauben kommen. Da gucken wir doch gleich mal nach. Troubleshooting hier. So, upsala. Der kommt da, aber. So, da sollen die Eisenstangen eigentlich ankommen. Ja. So, der Speicher freeze. Ja, aber hier hoch. Okay, da kommt auch keiner an. Okay, da habe ich irgendwo. Das macht aber gar nichts, weil dann können wir, kann ich euch ja hier einfach ein bisschen weiter zeigen. So. Hier haben wir noch die zweite Kupferader angeschlossen. Hier produzieren wir unseren Sprengstoff. Und hier sind auch die Kohlefelder. Hier mit der Sprengstoff, das lagere ich jetzt nicht ein. Können die vielleicht mal machen. So, hier haben wir die Kohleminer, sind 3 Stück. Und die reichen nicht, um die Kraftwerke zu bereinigen. Normalerweise ist da immer irgendwo hier so ein Kollege, der mich anspuckt. Der ist wohl weg. Genau, dann zeige ich euch gleich einfach mal, wo der Schwefel herkommt und wo noch ein Wrack liegt. Dieses Konstrukt ist da, weil hier auch so ein plasmaspuckendes Vieh mal drauf gesessen hat. Und ich habe aber den Spawnpunkt zugebaut. So, Punkt, Ende aus. So, da hinten, da oben. Da können wir mal hinlaufen. Ich habe noch nicht alles zurückgebaut wieder. Da habt ihr auch noch einen Wrack. Und hier kommt der Schwefel her. Hier ist auch mal ein Vieh gespawnt, was mich voll gespuckt hat. Deswegen habe ich da auch den Spawnpunkt zugebaut. Ende aus. Ja. Dann gehen wir jetzt mal zu meiner ausgelagerten Eisenstangenproduktion. Habe ich vielleicht einfach nur... Ich habe da mit der Verstromung ein bisschen was umgekabelt. Da sollte ich nicht runterfallen. Ich habe meine Gasmaske gerade nicht auf. Dann überlebe ich zwar den Absturz, weil ich einen Jetpack aufhabe, aber ich habe die Gasmaske nicht auf und dann bin ich trotzdem tot. Ja, wir brauchen noch alles zu pflastern hier. Alles zu betonieren. Hier Beton ja machen. So, aber damit das nicht so lange dauert, nehmen wir dafür den Hyperloop. Habe über so Zwischenstationen eingebaut. Ja, es hat sich leer, das Band. Ich befürchte bald, dass ich irgendwo ein Stromkabel abgeklemmt habe, was ich nicht abklemmen durfte. So, dann gehen wir hier gleich mal weiter. Auch ein Umsteigepunkt, da geht es ans Ende meiner Base. Da kommen wir aber auch noch hin. Kommen wir hier einfach mal, hier habe ich wie gesagt noch Eisenstangen produzieren lassen und ich bin hier dabei gerade für meine Aluminiumproduktion noch ein bisschen was vorzubereiten und da kann es sein, weil ich da ein bisschen was mit den Kabeln umgestöpselt habe, Ja, da, alles klar. Mal gucken hier. Hatte ich mich hier nie... Ja, genau, da ist nämlich der Kasus Knicksüß. Müsste das eigentlich wieder alles anlaufen. Ah, es läuft wieder an. Sehr schön. Okay. So, ihr seht ja hier unten, ne, ist der eine meiner. Hier haben wir etwas anders aufgebaut. Hier sind 4 Schmelzen, das ist nicht modular, das ist durchgetaktet. Und hier stehen schon die Gießereien, das ist für Kupferproduktion, weil ich da ein besseres Rezept habe. Da brauche ich halt Kupfer und Eisen. Den Eisenminer haben wir im Herflug schon gesehen. Die Kupferadern habe ich da hinten stehen. Und falls ihr noch irgendwie Eisenplatten oder Eisenstangen, dafür ist der Bereich hier noch. Können wir auch mal eine Etage höher gehen. Das hier ist etwas anders aufgebaut. Das ist eine getaktete Produktionsstrecke. Das heißt, das, was ich unten, gut, dadurch, dass ich jetzt das Kabel weg hatte, ist es nicht, aber normalerweise, was genau unten ankommt, das wird hier 1:1 durchgeschoben. So. Genau, da ist der Miner für die Eisen und das Kupfer haben wir da hinten, aber in dem Bereich 1, 2 und da so hier so 3 Kupferminen, die ich nur anschließen muss. Das mache ich dann aber im Stream, also wenn ihr mal Lust habt, schaut doch gerne mal im Stream vorbei, auf Twitch. Und jetzt müsste eigentlich auch hier wieder Eisenstangen. Ja, da laufen sie. Yes. Läuft. Gut. Dann würde ich einfach mal sagen, gehen wir einfach mal eine Station weiter. Das habe ich hier schon alles offscreen zugebaut. Ich weiß nicht, wie viel ich für die Kupferproduktion noch brauche. Habe ich da angefangen. Da werden schon die ersten Teile für Kupfer produziert. Hier war eine Zeit lang meine Energieproduktion mit Dieselgeneratoren. Oder mit Ölgeneratoren. Ich sag mal Diesel, weil Rohöl. Aber wir fliegen jetzt nochmal zu einem hübschen Teil. Genau, da kann ich euch nämlich auch noch 2 Wracks zeigen. So, das ist jetzt für mich auch mal der Punkt, wo ich nochmal einen Schluck Kaffee nehmen kann, bevor er kalt wird. Prost, Leute. Ja, man kann durch die Berge bauen, es geht. Hier unten ist noch eine Höhle, da gehen wir auch mal im Stream rein, da ist so eine Riesenspinne. Dann wollte ich die weiter erforschen. Die kleinen Spinnen habe ich schon weggemacht. Und hier war, glaube ich, noch Quarz drunter. Das habe ich einfach überbaut. Hier geht es zu den Bauxitminen. Wird hier ein wenig nebelig. Genau, hier ist noch ein Wrack. Dann ist auf der Seite noch ein Wrack. Und hier unten liegt auch noch ein Wrack, da wo die Rampe runtergeht. Also hier sind 3 Wracks auf Kürze, das sind 4 eigentlich, 4. Schawups. Da ist nämlich auch noch ein Wrack. Nur da brauche ich Quantencomputer. Die habe ich noch nicht. Hier ist mein Bauxit. Ist die Spinne eigentlich noch da? Ich bin eigentlich noch tot. Ja, da liegt zumindest noch der Kadaver. Ob schon wieder eine neue ist. Hier unten läuft eine fiese, miese Spinne immer rum. Ist hier rumgelaufen. Genau, hier baue ich mal ein Bauxit ab. Mal gucken, weil hier ist noch irgendwo so ein Kollege. Ja, da, genau, da. Der spuckt mich auch mal an. Den muss ich auch mal irgendwann beseitigen. Hier wieder zurückfliegen. Also sieht Ich finde, das sieht mega cool aus, gerade wenn man irgendwie so bei Sonnenuntergang oder Sonnenaufgang hier lang. Gibt dann immer mal ab und zu mal so Punkte, wo dann auch der Nebel komplett weg ist. Wie gesagt, hier in dem Bereich habt ihr ganz viele Wracks. 4 Stück auf kürzester Distanz. Ja, viele könnten jetzt sagen, oh, ist ja feige, er baut sich hier immer über alles drüber. Ja, bin ich. Weil ich möchte mich eigentlich nicht mit so vielen Tieren... Achso, genau, bei dem Wrack ist auch eine Riesenspinne. Also da muss ich euch auch sagen, da hinten ist noch eine Höhle. Da ist eine Schnecke drin. Genau. Was auch noch hier ist... na, diese blöden Speicherfrieses. Mal gucken, hier rüber, da ist irgendwo Uran. Ich glaube, das ist unten. Bin ja schon mal, also ich wollte da schon mal hin, aber ich habe es irgendwie nicht geschafft. Oh, kleiner Vogel. Hab es irgendwie nicht ganz geschafft. Und ich bin bis jetzt auch nur hier in diesem Wüstengebiet. Da so ein bisschen Sumpfgebiet. Und ihr seht, ich versuche das alles so ein bisschen zentralisiert zu bauen. Also ich habe hier schon jede Menge asphaltiert. Ich will gleich mal das Auto schnappen. Ich werde jede Menge. Und das soll noch alles zusammenwachsen. Weil ich denke mal, mit dem nächsten Update werden auch wieder einige Sachen kommen. Ich habe ab und zu schon mal seltenes Alien-Material gefunden, so ein Sammerz. Jo. Wir spurteilen so 71. 71 Liter, das reicht noch. Da hinten fahren wir dann auch später hin. Oh, hier war ja alles meine Ölstromproduktion. Ah, da muss auch runter. So. Die habe ich verlegt. Das gucken wir uns jetzt auch mal an. Hier unten produziere ich Kunststoff und Gummi. Das hier ist einfach nur ein Werkstatthaus noch, was ich da gebaut habe. Ich jede Menge Zement brauche, produziere ich da auch noch Zement drin. Oder ich vergessen anzumalen. Okay. Genau, hier sind meine Raffinerien. Hier unten geht es auch noch. Das ist einfach nur eine Rampe nach unten, wenn ich da mal lang fahren möchte. Wir haben hier auch, kann ich kurz zeigen, wir haben hier auch Ölpumpen. Die sind aber wirklich nur für die Kunststoff- und ja, für die Kunststoffproduktion da, Kunststoff und Gummi. So, und hier kommen wir jetzt zur Stromproduktion, zur Hauptstromproduktion. Da habe ich ein paar Dieselgeneratoren stehen. Geplant ist, nach da weiter auch noch welche runterzubauen. Hier wird praktisch aus dem Rohöl wird hier Treibstoff gemacht, der hier drin verbrannt wird. Und dass ich hier irgendwie lang komme. Dann können wir auch mal kurz zu der Produktionsstätte fahren. Die dritte Leitung ist noch nicht angeschlossen. Kommt aber alles noch. Und hier runter. Ja, und hier haben wir auch noch Ölquellen. 3 Stück. Die ich auch schon alle großteils angeflanscht habe. Das ist alles noch das Wüstengebiet, also das ist riesig. Ja, genau, das wäre die Seite. Ich zeige euch aber auch noch einen Wrack. Aha. Ob wir das von hier oben sehen. Ansonsten muss ich euch da... müssen wir mal runterfahren, dann fahre ich euch da auch nochmal hin. hab's geahnt. Geht aber noch. Okay. So. Ah, da ist es ja. Genau. Machen wir hier mal. Lass uns mal ausrollen. Da ist auch noch ein Wrack. Das war's soweit hier. Jetzt fahren wir nochmal zu der Pumpenstation hin, die ich für das Alu gebaut habe, wo ich ein kleines bisschen übertrieben habe. Irgendwie das hier auch ein cooler Startspot, ja. Startspot. Denn da oben ist Kupfer und Eisen und da habt ihr auch Kalkstein. Also das geht auch, und ihr habt gleich Öl hier, also das ist eigentlich, ja, wohl für den Anfang mit dem Öl ist zwar schön und gut, dass man das in der Nähe hat, aber das braucht man relativ spät. Und es ist auch, ja, ein wenig umkämpft, möchte ich es mal sagen. Oder? Jetzt kann man hinten hinfahren. Ja, hier ist noch Katerium. Deswegen, das habe ich nicht vergessen zuzumachen. Hier ist eine Katerium-Ader. So, jetzt kommen wir hier zu meinem Pumpenhäuschen hin. Weil für Alu brauche ich ein bisschen Wasser. Deswegen habe ich mir 6 Leitungen gelegt. Bis jetzt brauchte ich eine. Okay, so. Bleibt stehen? Ja, bleibt stehen. Hier können wir auch mal kurz runtergehen. Dafür habe ich mir hier einen Fahrstuhl gebaut. Und diesen Punkt, ich so am Hin und Her experimentieren, dass ich das mal schaffe. Ich kann das hier nebenan wegbauen. Das brauche ich nämlich nicht mehr. Das ist schön. Kann man das Ganze viel besser sehen. Na, kommen wir mal ran. Habe ich völlig vergessen. So. Ja, upsala. So, hier ist der See. Weil ich dachte, kann ich mich schön ausbreiten mit den Pumpen. Ah, Platsch. Ich habe jetzt nur eine Pumpe dran. Bis jetzt reicht es für die Aluminium. Ich muss mal schauen, wenn das den ganzen hochläuft. Gehen wir wieder hoch. Hatte ich auch schon im Stream erzählt, hier kommt noch eine Etage oben drauf. Denn nach da hinten wird noch ein Hyperloop gebaut und ich habe hier auch schon einen ankommen. Den werden wir jetzt benutzen, um Sprit zu sparen. Dann wird das da oben nämlich so eine, auch so eine Verbindungsetage, so ein Umsteigebahnhof. Ja, auch hier seht ihr schon, ich habe angefangen breit zu zementieren. Ja, in einer halben Stunde würde ich jetzt hinhauen. Hätte ich echt nicht gedacht, dass man so lange braucht, über die Produktionsstätten zu laufen. Ihr seht, hier wird weitergearbeitet. Oh, sind auch hier unten angekommen, perfekt. So, hier bauen wir Platinen für die Highspeed-Schnittstellen. Hier habe ich ein zentrales Verteilungslager, zentrale Verteilungsebene. Hier kommt so alles an Ressourcen an. Man braucht Kupferbleche, gar nichts. Also so nicht alles angeschlossen. Ich wollte gerade sagen, hier habe ich noch ein bisschen Luft. Aber der hier ist voll. Hat den Vorteil, dass ich mir einfach nur Sachen abgreife. Dann baut man die Splitter ein. Und ich greife das hier einfach ab, was ich gerade brauche. Und führe das dann in die Richtung, wo ich nichts brauche. Das Ganze soll dann auch später, wie gesagt, nur zugebaut, komplett zugebaut sein, dass man das auch nicht sieht. Hier bauen wir KI-Begrenzer. Die brauche ich dann für die Supercomputer. Bereite ich schon vor. Während hier drüben. Schabups. Werden Platinen, genau, hier werden die Platinen gebaut. Das sind also Highspeed-Anschlüsse. Oh, jetzt habe ich es. Genau. Okay, so. Das war das hier unten erstmal. Das ist nicht viel, aber doch ein paar Sachen haben wir noch. Habe ich beinahe vergessen. Großen Geschichten. So, dann gehen wir mal hier vorne lang. Also hier bauen wir. Ja, so. Genau, die modularen Motoren. Dafür gibt es diese riesen fetten Kisten. Aber ihr seht auch, ihr könnt ja rein theoretisch könnt ihr noch was anbauen. Alles machbar. So, dann gehen wir hier mal hoch. Ja, ich habe überall Treppenhäuser eingebaut. So, und hier oben werden Computer produziert. Hier werden die Computer. Hier hatte ich Quarz als Oszillatoren. Der hat noch gar nichts an. Der steht nur so dumm da, ne? Der ist sogar angeschlossen. Ja, genau. Schwerer modularer Rahmen. Den könnte man ja eigentlich auch mal anschließen. Den haben wir ja hingesetzt und in Betrieb genommen. Richtig. Weil ich weiß nicht mehr warum. So, hier werden noch andere Dinge produziert. Es ist alles genug Platz gelassen, damit ich immer noch erweitern kann. Ohne Probleme. So, dann genau machen wir nochmal wo Quarz und Kohle herkommt. Das Katerium deute ich nur an. Der Zeit geschuldet. Wenn ich das jetzt noch da auch noch hinlaufen würde, dann wären wir auch noch mal unterwegs. Also das ist dieses Wüstenbiom, hat ja schon erzählt. Genau, das Kriterium ist, wenn ihr da diesem Weg folgt, da hinten seht ihr, wie es runter geht, da ist das Kriterium. Da ist jetzt aber auch kein Wrack, zumindest hatte ich da keins gefunden. So. Ja, der Klingenstein. Da saß eine Schnecke drunter. Ah, es wird auch schon wieder dunkel. Seht ihr, habt ja auch noch Kalkstein. Also Ressourcen sind hier reichlich. Deswegen ist es eigentlich kein schlechter Spot. Ah, doch, hier gab es noch einen Wrack. Hier gab es noch einen Wrack. Das kann ich aber auch nur andeuten, da komme ich jetzt gerade nicht hin. Das ist eigentlich auch so, ihr seht da die Schnecke, da in dem Bereich, da liegt auch noch ein Wrack. Ja, so. Dann haben wir mal Kohle. Das haben wir hier hinten. Also ich brauche da irgendwann eine zweite Kohleader, weil halt meine Kohlekraftwerke so viel verschlungen haben. Und ich brauche ja auch Kohle für die Stahlgewinnung und für die Stahlproduktion. So, dann können wir gleich die Treppe runterlatschen. Hier sind nämlich noch zwei Kohlefelder waren hier nämlich noch. Nur zwei meiner sind angeschlossen. Ob da jetzt noch irgendein Viech ist, weiß ich nicht. Ja, und dann geht das nämlich hier weiter. Ihr seht. Ja, manchmal weiß ich nicht, ob die wieder spawnen oder nicht. Das ist immer ein bisschen schwierig. In der Regel versuche ich immer die Spawn Points zuzubauen. Seht ihr da auch schon wieder, weil da ist immer wieder einer gespawnt und wenn ich da am Einrichten von den ganzen Minern war, dann war das doof. Na gut, dann können wir mal kurz runtergehen. Dann sehe ich das ja. Wo meine Quarze herkommen. Hier ist auch nur eine erstmal in Betrieb. Da ist auch schon später für eine zweite. Also es ist alles. Ja, er ist da. Gerade gesehen. Alter. Gerade gesehen. Ah, mal gucken. Vielleicht können wir... Habe ich ihn erwischt oder? Ja, jetzt habe ich ihn erwischt. Da liegt er. Aha. Und da ist das Zeugs. Das will ich haben. Wow. Seht ihr, dafür brauchen wir Sprengstoff. Hm? Nach Elektroschnecke. In dieser Richtung. Genau, den Scanner, wenn ihr den komplett ausgebildet habt, könnt ihr durchschalten. Pilze, Nüsse, Beeren, Absturzstellen, Gegner. Prostkaffee. Genau, und wenn ihr euch fragt, was da unten ist, am Ende dieses Weges, dieses schier unendlich langen Weges. Dass ich jetzt hier nicht reinfalle. Also hier am Ende dieses Weges, im Nebel, im tiefen Nebel, lauter Tod. Ich habe irgendwann sowas runtergebaut und irgendwann gab es Schaden. Und ja, jetzt bin ich weg hier. Also wenn ihr hier runterfällt, tot. Point of no return. Okay, liebe Freunde. Ja, ich würde sagen, ein bisschen länger geworden als gedacht. Oh, noch ein Stückchen Kaffee im Mondenschein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich gerne über einen lieben Kommentar freuen. Oder wenn es euch sehr gut gefallen hat, dann könnt ihr auch gerne abonnieren. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann könnt ihr mir das auch ganz, ganz leise in mein Öhrchen flüstern. Und ich verspreche, ich werde es keinem weitererzählen. Ehrenwort. Okay, ja. 100. Folge. Exklusiv auf YouTube. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Geduld, für euer Zuschauen. Wer es bis hierhin geschafft hat. Und ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Euer Flufu. Ich sag Tschüss.